Ja, ganz allgemein ist die Selbstorganisation der Schlüssel zur Erzeugung von komplexen hierarchischen Systemen. Die Natur nutzt es seit Jahrmillionen und hat damit ganze Strukturen erzeugt wie Lebewesen, Zellen, Organe und so weiter. Und wir lernen jetzt gerade von der Natur in der Nanowissenschaft, in der Nanotechnologie, welche Prinzipien dies sind und versuchen dies auf die Technik zu übertragen. If you want to reach a certain function, you have to get your material organized somehow. For instance, molecules in living system is always organized. Nanomaterial is very small, and so you have no other way to organize them. So you have to let them organize by themselves. Wir wollen versuchen, gemeinsam mit den Kollegen in China ein besseres Verständnis zur Kontrolle unserer Systeme zu gewinnen, wie sich solche komplexen Strukturen selbst organisieren, wie sie sich zeitlich und räumlich verändern. The purpose of the research that we do in our project is to understand how molecules absorb on metal surfaces. Once they are absorbed there, they can self-assembly. This means that they can follow a specific patterning on their own. Also wenn man organische Moleküle auf Oberflächen aufbringt, da passieren total verrückte Sachen. Die machen sehr geordnete Strukturen häufig und das hängt aber auch davon ab, welches Substrat man nimmt, ob man Silber, Kupfer oder Gold nimmt und welche verschiedenen Kristallorientierungen. Und wenn man diese Selbstorganisationsmechanismen kontrollieren kann, kann man im Prinzip funktionale Materialien herstellen, bei denen man diese Ordnung der Moleküle nutzt, um die Funktionalitäten zu bestimmen. It is important to investigate the self-assembly structure. We could learn how the molecules are connected with each other and to form the specific structure. And after we learn such basic knowledge, then we can build up more artificial molecular structure. This is the key point for this research. Scanning tunneling microscopy works with a conductive substrate and a conductive needle, which we bring very close to the substrate. Then we have a very small gap where we apply a voltage, and that results in a very small current that runs from the needle to the substrate. The actual measurement then is to scan a small area of the metal substrate with this needle, and if there is a change in the height of the substrate, we will record a change in the current as well. And this change in the current is amplified by the machine and gives us these images from which we can study the properties of the molecules. So for that I would like to show you an example of our group. Here you can see an image where we deposited this football shaped molecule, and you can see it forms these islands and leaves bare metal place free. In the second step we deposit a very flat molecule, flat like a pancake, and you can see it fills up the empty spaces. This is an example of self-assembly, where all the round balls like each other and go together, and the flat and the round shaped molecule don't mix. And this is one property we can use to build nanostructures the way we would like to see them. Once one has understood how the self-assembly phenomena occur in a surface, then one can start thinking about materials, like, for example, a solar cell. In Zeiten wachsenden weltweiten Energiebedarfs ist die Forschung an alternativen Energiequellen von besonderer Wichtigkeit. Und zusätzlich zu den bekannten siliziumbasierten Solarzellen forschen wir hier an organischen Solarzellen, die Bereiche abdecken können, die man bisher mit siliziumbasierten Solarzellen nicht abdecken kann. Während man herkömmliche Solarzellen auf Hausdächern oder Feldern anbringt oder aufstellt, lassen sich flexible organische Solarzellen auch auf gebogenen Oberflächen, wie beispielsweise auf Autos, anbringen. Der große Vorteil von organischen Solarzellen gegenüber herkömmlichen ist der, dass die Zellen viel, viel dünner hergestellt werden können und somit weniger Material konsumieren, dadurch günstiger sind und gleichzeitig leichter sind. In der ersten Projektphase des Transregus im Zeitraum von 2008 bis 2012 haben wir bereits eine sehr erfolgreiche Kooperation mit einer Gruppe aus China gehabt. Diese Gruppe von Chemikern ist halt eben dafür bekannt, dass sie sehr gute Farbstoffe synthetisiert.
Und innerhalb unseres Projektes haben wir diese Farbstoffe eingesetzt und sie mit Polymeren zusammengebracht. Im Gegensatz zur herkömmlichen LED besteht eine organische Leuchtdiode, eine OLED, aus verschiedenen Schichten organischer Materialien. Bei dieser OLED hier zum Beispiel wird die farbgebende Komponente durch einen Platinkomplex hervorgerufen. Diesen Komplex habe ich hier in Münster im Labor hergestellt und bin mit diesem Komplex nach China gefahren, zur Tsinghua University, im Rahmen des TRRs, um dort vor Ort eine OLED zu bauen. Aufgrund ihrer hohen Effizienz finden organische lichtemittierende Dioden Anwendung in der Beleuchtungstechnologie, in Bildschirmen, in Displays, beispielsweise Mobiltelefonen. Und damit diese Technologie auch zukünftig ohne den Einsatz von teurem Iridium zugänglich bleibt, arbeiten wir im Transregio an neuen Konzepten, um stabilere, effizientere Moleküle herzustellen. Wenn man auf der Suche nach neuen Molekülen ist, die Licht abgeben, dann muss man natürlich erstmal eine neue Art von Verbindung synthetisieren im Labor und dann sich anschauen, bei welcher Farbe das Licht abgegeben wird. Und dann, um die Farbe genau einzustellen, müssen die molekularen Stellschrauben gefunden werden. Ich arbeite als Photophysikerin im TRR. Das bedeutet, ich bekomme die von den Chemikern synthetisierten Stoffe zur Vermessung. Bei dieser Messung schaue ich mir die Farbe der Emission an und ich gucke mir an, welche Effizienz diese Platinkomplexe vorweisen. Für die Steigerung der Effizienz möchten wir uns gerne ein Beispiel an der Natur nehmen. Hier hat die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Müller bereits gezeigt, dass sich Metalle in DNA-Strängen selbst organisieren und geordnete Strukturen hervorbringen. Dies möchten wir nun gerne mit unseren Platinkomplexen ebenfalls ausprobieren. Die DNA ist aufgebaut aus verschiedenen Bausteinen, die miteinander verknüpft sind. Und so einen Baustein bekommen wir dann aus dem Acker Strassat. Den modifiziere ich dann, dass ich diesen Baustein auch in die DNA einbauen kann. Und im Syntheseapparat können wir dann die Bausteine miteinander verknüpfen zu einem DNA-Strang. Und so isolieren wir dann anschließend unsere DNA. Die in der Arbeitsgruppe Strassat entwickelten Farbstoffe werden als künstliche Bausteine in unserer DNA verwendet und die dabei resultierende DNA-Doppelhelix enthält diese Farbstoffe jetzt präzise angeordnet in exakten Abständen, was zu besseren Leuchteigenschaften führen soll. Durch die enge Kooperation im TRR können wir Ideen austauschen und unterschiedliche Methoden ausprobieren und so unsere Forschung vorantreiben. Ich beschäftige mich mit der Synthese und chemischen Modifikation von Zeolit-L. Zeolit-L ist ein anorganischer Kristall, der durch seine spezielle Kanalstruktur ermöglicht, Wirkstoffe einzubauen, einzulagern. Somit fungiert er quasi als Nanocontainer. Nutzen tun wir diese Kristalle dann später für die Selbstorganisation. Allerdings stoßen wir da an gewisse Grenzen. Und hier ist es wichtig, dass wir eine Kooperation mit der Gruppe von Frau Professor Denz haben, die nämlich über optische Pinzetten, das sind quasi in ein Mikroskop eingebaute Laserfoki, diese Partikel fangen können, orientieren können, per Hand manipulieren können und dann zu weiteren komplexeren Strukturen zusammensetzen können. Anwendungen können diese Aggregate finden, wenn wir zum Beispiel Komplexe aus nur Zeoliten nutzen, um damit Licht zu leiten, denn die funktionieren wie kleine Glasfasern im Grunde. Das könnte also quasi eingebaut werden in Mikrochips. Eine medizinische Anwendung wäre zum Beispiel dieser lebenden Aggregate, bei dem wir Bakterien mit einsetzen, dass wir diesen kleinen Motor nutzen, um einen Wirkstoff, der in den Nanocontainer eingelagert ist, von Punkt A zu einer Tumorzelle zu bringen und dort zum Beispiel diese Zelle
Zelle abzutöten. Interdisziplinarität wird heutzutage immer wichtiger, weil man dabei lernt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Der Transregio fördert das insofern, als dass wir regelmäßig Treffen und Workshops abhalten, bei denen jeder über den Fortschritt seiner Forschung berichtet. Und dadurch, dass das natürlich automatisch von unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchtet wird, kommt man kreativ gemeinsam auf neue Lösungen und bekommt auch Ideen, die man alleine wahrscheinlich nie bekommen hätte. This project gives the chance to do something together that we cannot do alone. Moreover, after 5 years working together, we have witnessed a lot of new ideas inspired through the discussion and exchange. For our students, this project gave them the chance to open their mind at an early stage. And moreover, I think it's very important for young people to learn how to communicate with people of different cultural backgrounds. Nun, wir versprechen uns gerade über diese interkontinentale Kooperation natürlich eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Durchbrüchen und auch möglichst viele technische Anwendungen aus dem, was wir dort finden werden. Ein ganz anderer Aspekt, der mir besonders wichtig scheint, entsteht aus der Tatsache, dass wir unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter austauschen, sodass auf jeder Seite die Möglichkeit besteht, für einige Monate während einer Doktorarbeit zum Beispiel bei den Partnereinrichtungen zu verbringen. Und das wird ganz besonders wichtig sein, wenn diese jungen Leute später im Beruf stehen, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, um dann vielleicht gemeinsam ganz neue Projekte noch größerer Art zu initiieren, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. I really want to say that it's a perfect cooperation between our Chinese and German colleagues, because our Chinese students do the experiment quite fast, but we don't have a strong theory background. When we cooperate with our German colleagues, their strong background on theory really help us to understand this research result. This particular research is very interesting, as it is every research that we conduct within the framework of the TRR61 project, because it's in the edge of the knowledge of mankind. We are all conducting efforts in every field to try to expand this knowledge a little more. And as challenging as it is most of the time, because you are blind, you basically don't know how things work, you are working in a such a small scale area that it's very difficult to control what is going on, you still have the reward that once this project develops into something that can be used by others or written by others and so on, it's very, very rewarding in the end.